Okay, es geht weiter mit dem Text-Adventure. Ich spreche im, ja, das kennt ihr schon. Hey, warte eine Sekunde. Was ist das? Frage ich und deutet auf einem kleinen Beutel in der Ecke. Wie geöffnet, da wenden sich unsere Augen. Was? Ah, ein kleiner Edelstein heraus. Oh, schaut euch das an. Ruft Kit mit Augen groß wie Melonen. Guter Blick, Serge. Wow. Das Kind etwas Nettes über mich sagt, ist wirklich eine angenehme Abwechslung, ihr Lächeln zu sehen, zaubert ein doppelt so breites Grinsen auf mein Gesicht. Geile Sau. Zwischen erreicht man eine Treppe, die nach oben führt, und eine stabile aussehende Tür zu linken. Der Geruch von Geld liegt schwer in der Luft, Kumpel. Ja, eintreten. Hm, wie ich es mir gedacht habe. Abgeschlossen, sagt Kit, nachdem sie an der Klinke gerüttelt hat. Frustriert dreht sie gegen die Tür. Das mag uns verlangsamen, aber es wird uns todsicher aufhalten. Gut, aber solange wir den Schlüssel nicht finden, können wir nichts machen, Kit. Dann lass ihn uns holen. Ich wette, links dieser Bastard hat ihn irgendwo in seinem Zimmer versteckt. Da wir außerstande sind, etwas zu tun, gehen wir, um anderswo zur Treppe weitergehen. Mit Kit an der Spitze ersteigen wir den engen Treppenschacht. Die gesprungenen Steinstufen erscheinen sich endlos emporzuwinden. Es fühlt sich an, als ob wir einen Schafott besteigen würden, um hingerichtet zu werden. Und da ist eine Tür. An der Spitze der Treppe wartet eine alte, aber solide Tür auf uns. Dieser feuchte Ort erfüllt mich mit einem Gefühl der Furcht. Da kommt eine schwache Stimme von der anderen Seite der Tür, sagt Kit. Ich befürchte das Schlimmste. Vielleicht sollten wir uns woanders umsehen, sage ich. Wo liegt das Problem, du Hühnchen? Fragte sie, wobei sie mich anblickte, aber am Klang ihrer Stimme erkenne ich, dass sie sich dabei nicht viel besser als ich fühlte. Irgendwas stimmt nicht mit diesem Ort nicht, und wir alle wissen das. Die Tür öffnen. Ich bin einfach mal riskant und probiere mal alles aus. Es ist ein kleiner Raum, wie man ihn in einem Steinturm findet. Er ist leer, und ich kann kein einziges Fenster darin entdecken. Was zum Teufel ist das für eine Art Raum? Obwohl sie es zu verwirren versuchte, bemerke ich, dass ein Schauder Kids Wirbelsäule dahinter was runterläuft. Hier könnte etwas für uns sein. Lass uns gründlicher suchen, sagte Magi leise. Glaubst du wirklich, wir finden hier etwas? Kit begibt sich in die Mitte des Raumes, während ich die Wände und den Boden unter die Lupe nehme. Der Steinboden ist mit zahllosen Kratzen übersät und mit Spritzern einer getrockneten dunklen Tinte bedeckt. Hey Magil, würdest du bitte mal rüberkommen? Irgendwas ist hier in der Wand gekritzt. Ich glaube, es ist eine Art Inschrift. Magil kniet vor der Wand nieder und untersucht die Schrift. Bei näherer Betrachtung scheint sie in einem Blutfleck gekratzt geworden zu sein. Was? In der Tat, die Zeit hat ihre Spuren an diesem Text hinterlassen. Der größte Teil davon ist unleserlich. Das kann ich entziffern. Halte lange durch. Akasischen Dragoner brauchen verzauberte Schweben zu beweisen? Ohne Vorwarnung schlägt die Tür zu. Wir stehen überrumpelt auf. Dann gibt mir ein tiefes Grund aus dem Raum. Was ist das hier los? Gut geht, während sie sich panisch umblicken. Was ist da über uns? WTF. Der ist gestorben. Was jetzt? Wir dürfen jetzt keine Zeit verlieren. Versuchen die Decke anzuhalten, durch die Wand brechen. Versuchen die Tür zu haben. Kit saust wie ein Pfeil los und rammt die Tür. Ihr kleiner Körper prallt zurück. Die Tür ist viel zu schwer. Scheiße! Manche schießt wie ein Orkan durch den Raum und wirft sich gegen die solide Eiche. Die Tür knarrt, hält aber dicht. Ich bin dran. Ich ramme die Tür mit einer ganzen Kraft. Ach! Ein heftiger Schmerz schießt durch meinen Körper, aber die Tür gibt keinen Fingerbreit. Das Grollen wird immer lauter und erinnert uns an die frostigen Klinke, die gierig darauf warten, unsere Bekanntschaft zu machen. Serge, Magier, kommt schon, zusammen! Wir drei rammen die Tür gleichzeitig mit der ganzen Kraft. Die Tür gibt nach. Wir stolpern nach draußen knapp den sicheren Tod entronnen. Hinter uns hören wir den Eingeweide zerreißenden Geräusch mit die Klinke auf den Steinboden treffen. Ich beobachte die morbide Szene betäubt, während ich äußerst tief durchatme.
Schließlich verklingt das mahlende Geräusch. Es scheint, dass die Decke angehalten hat. Verdammte Links, so mit uns zu spielen. Das ist also die Folterkammer. Ich frage mich, wie viele akasische Dragooner hier zu Opfer gefallen sind, flüstert Magie. Wer? Frage ich. Die akasischen Dragooner, sie waren einst eine Eliteeinheit, die General Viper gedient hat. Einen mächtigen Mann, der damals den gesamten Westbereich von Gerdsbühl beherrschte. Sie wurde von mehr als 10 Jahren von Lord Links persönlich vernichtet. So wie es aussieht, haben wir wohl ihre letzte Ruhestätte gefunden, WTF. Mann, wen kümmert, sagte Git, während sie aufsteht. Generäle und Ritter und das klingt wie irgendeine alte gute Nachtgeschichte. Magie zuckt still mit den Schultern, während wir, wie gierig, auch von diesem schrecklichen Ort wegzukommen, beginnen, die Treppe hinunterzusteigen. Mit Kit an der Spitze steigen wir die Stufe hinunter. An Fuß der Treppe steht rechts eine tiefe, Die Tür öffnen, geht das? Nein, wie ich mir gedacht habe, abgeschlossen, wir nachdem der Linke geschrittet hat, frustriert dringt sie, Okay. Fährt links, dieser Bastard hat ihn, Zur Terrasse weitergehen. Ist das nicht der Lagerraum? Oh, der Raum ist still, abgesehen von der Geräusche der Maschine. Hallo? Hallo? It's me, Mario! Gnädige Frau? Okay, wenn du nicht hier bist, sag's doch, du alte Hexe. Die Stille ist unbetäubend. Das ist Zeitverschwendung. Wir sollten uns, sag mal, wenn du auf der Absatzkarte. Folgen ihm nach draußen. Wir waren ja schon ganz rechts. Nach einer kurzen Weile kommt ja. Raus auf die Terrasse gehen und dann nach links. Ja. Kann man es nicht überspringen, das ist irgendwie schon alt, das kennt ihr schon. Wir reden mal ein bisschen mit Kit, vielleicht kommt da irgendwas Neues raus. Ja, du hast kein anderes Wort außer Bastard, kannst auch vielleicht mit Horizon ankommen. Bitte beeil dich, wir haben auch nicht alle Zeit der Welt, dankeschön. Wir sollten wieder hineingehen. Die Sonne wird bald aufgehen. Ja, wirklich. Ja, mach schon, Kumpel. Zeit zu gehen. Ein bisschen mit Kit reden. Versuchen, mit Marke zu sprechen. Zurück in Viper Manor. Und wir gehen jetzt nach links. Wie wär's mit linken Durchgang? Das habe ich in der Testphase ausprobiert. Nach einer Weile teilt sich der Gang in drei Richtungen. Zur linken ist eine abwärts führende Treppe, während sich der Pfad zur rechten in Dunkelheit erstreckt. Abbiegen. Zur linken ist eine abwärts führende Treppe, während sich der Pfad zur rechten in Dunkelheit erstreckt. Geradeaus weitergehen. Wir folgen weiter dem Korridor und nach einer Weile... Wie sieht sie doppelt hier? Eintreten? Warum nicht? Die scheint der Ball von Viper Manor zu Viper Manor zu sein. Schöne dekorative Schmuckstücke hier ruhen auf einem großen Tisch im Zentrum dieses gewaltigen Saals. Kolonnen von riesigen Säulen verziert mit Darstellungen von Vögeln und verschiedenen anderen Tieren reihen sich auf unseren beiden Seiten aufeinander. Am entgegengesetzten Ende des Raumes steht eine gigantische Orgel, die die gesamte Wand einnimmt. Ihre pechschwarze Aura scheint es, um uns zu rufen. Eine überschaubare Menge an Kerzen verbreitet ein weiches, flackerndes Leuchten im Raum. Alles um uns herum schimmert in schwachem Kerzenlicht. Zahlreiche Porträts, die alle möglichen Arten von eleganten gekleideten Personen darstellen, hängen hoch oben an den Wänden. Soweit ich das erkennen kann, sind dies hochqualitative Ölgemälde.
Allerdings haben alle Dargestellten eine ähnliche Art von düsterem Blick in ihren Augen. Wer könnten sie sein? Vielleicht links? Verwandte? Eines der Bilder, das Porträt einer jungen Dame mit einem rosanen Kleid, zieht meinen Blick auf sich. Warte, was war das? Ich könnte schwören, dass sie mich gerade angesehen hat. Komm schon, Serge. Zeit, mit der Geistergeschichte aufzuhören. Es ist nur meine Fantasie, die mir wieder verrückt gespielt hat, sage ich mir. Es war wahrscheinlich ein Streich des Lichts, verursacht von einer flackernden Kerze oder so etwas. Der Glanz des Öls hat das Bild dann vollendet für eine oder zwei Sekunden verzerrt. Ja, das ist passiert. Aber ich weiß nicht. Dieser Raum ist verdammt seltsam. Kitta hat es auch gesehen. Sie muss es gesehen haben. Ich schlage vor, dass wir anderswo weitersuchen, sagt Maggie plötzlich. Kit und ich erheben mal keine Einwände. Wir verlassen den Basel und folgen dem Korridor zurück. Nach einer drei Wegen zur Rechten führt eine Stufe nach unten, während der zunächst ein enger Korridor in dunkle Zweig abzweigt. Den linken Korridor nehmen. Wir folgen dem Gang. Nach einer Weile endet eine gebeizte Holztür. Sag jetzt bitte nicht, das ist der Lagerraum. Ah, das ist das Studierzimmer. Dieser riesige Raum wird schwach von Mondlicht, das durch ein hohes Fenster hineinscheinend erhellt. Im Hintergrund des Raumes steht ein großer, reich verzierter Schreibtisch. Unzählige Reihen von Regalen beherbergen tausende dicke, staubige Bücher. Ein Gemälde hängt an der rückwärtigen Wand, wo es sich den Platz mit verschiedenen exotischen Kuriositäten teilt. Das Gemälde unter die Lupe nehmen. Ich gehe hinüber und untersuche das Gemälde, das vom schwachen Mondlicht erleuchtet wird. Es ist Aquarell, ein seltsames Szenario darstellt. Mit dem Gemälde scheint ein gleichzeitiger Tag und Nacht ebenso wie Frühling, Sommer, Herbst und Winter zu sein. Alles sieht verschmolzen und ineinander warum aus? Im Zentrum des wirbelnden, chaotischen Malstroms befindet sich ein kleiner schwarzer Edelstein, in dessen Innere eine dunkelrote Flamme erbrennt. Was ist, Kumpel? Was wird wohl gefunden? Kit kommt rüber an meine Seite und greift nach einem edlen Holzschnitt. Ich wette, der Erlös für einen einzigen davon könnte eine Familie ganzes Jahr lang ernähren. Plötzlich verstummt sie und blickt zu mir rüber. Komm schon, es ist nichts falsch daran, ihn zu nehmen. Lass uns auf die Flamme konzentrieren, Kit. Nach einem Moment stellt sich den verzerrten Holzschnitt widerstrebend zurück auf das Regal. Plötzlich hören wir Schritte in diese Richtung kommen. Obwohl sie nicht sonderlich laut sind, dröhnen sie wie Donner in der Nacht. Kit und ich springen auf. Maggie verbirgt sich schnell in der nächstgelegenen Schatten. Unter den Schreibtisch. Kit und ich huschen unter den Schreibtisch. Als wir uns zusammenrollen, umschlinge ich sie mit meinen Armen und stecke meinen kleiner als ich dachte. Was? Hey, ich. Die Tür öffnete sich mit einem plötzlichen Knacken. Wir sitzen regungslos da, ohne einen Ton von uns zu geben. Und wir sehen es im nächsten Part. In der Text Fendits.